Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ballerburg. Und ich hoffe, wir werden in diesem Part das Let's Play beenden. Aber ich hätte es sicher nicht geschafft ohne meinen treuen Mitstreiter, dem lieben Michi, seine Freundin. Hallo. Nein, ich bin so rein. Guten Tag, meine Freunde. Willkommen zurück zu Ballerburg. Zum letzten Level der vierten Kampagne bei der Lavastampe, die ich genau nicht schaffen kann. Ja, fangen wir direkt an. Ich habe schon ein bisschen offscreen getestet und fangen wir einfach an. Ein wunderschöner Sieg. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass du unsere Feinde zu meiner Sommerresidenz geführt hast. Aber was soll's. Jetzt habe ich endlich die Chance, die ganze krüppelige Schwesternschar auszurotten. Beim Sieg schenke ich dir meine Schwestern vielleicht für deinen Harem. Ich bin die wahre Ballerburg-Königin. Ich bekomme die Schwestern für meinen Harem, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ja, das Spielziel ist ganz einfach, Vernichtung aller drei Gegnerinnen. Wald, Eis und Wüste. Königin. Ja, let's go. Mhm. Und los geht's, zack. Forschung, Splitterschutz. Ich habe ein bisschen trainiert und ich weiß, was ich tun muss. Deswegen bin ich hier ein bisschen eintrainiert. So, jetzt muss ich warten. Ganz am Anfang schießen die noch nicht mal. Ich habe sogar ein bisschen Zeit. Es ist nicht viel, aber ein ganz klein bisschen. Da, ja. Das Level ist ziemlich heftig. Ich habe wirklich ein paar Stunden lang Taktik ausprobiert. Hey, wenn die Braut uns damit trifft, kannst du deine Burg... Hey, ich habe einen neuen Zauberspruch drauf. Neugierig? Und ich habe herausgefunden, dass man nicht in jedem Level immer die gleichen Zauber bekommt. Und die Zauber bekommt man auch immer in unterschiedlicher Reihenfolge. Habe ich beim Antesten von diesem Level erfahren. Und das kann natürlich blöd sein. Wenn man den Schutzschildzauber nicht hat, wüsste ich nämlich gar nicht, wie man das schaffen soll. Tja. Also... Das ist essentiell. Ja, das ist halt schon strange, finde ich. Mhm. Und es geht los. Erstes Bauernhaus weg. Alter. Boah. Bratz. Alter. Ich habe fertig. Was soll ich tun? Ist das nicht schon traurig? Bald wird es zu Ende sein. Ja, es ist. Aber ich muss sagen, das Ballerburg Let's Play. Also das Fazit machen wir nachher. Aber ich muss sagen, das hat mir richtig getaugt. Vor allem, weil die alle so pervers sind. Naja, ich nicht. Ich bin ja wenigstens noch der. Derjenige mit dem Heiligenschein. Ich meine mit dem Teufelshörnern. Heiligenschein? Was soll das? Ich bin besoffen, ich muss was trinken. Prost. Prost. General, der Zauber ging gegen uns. Ey, du hast schon so viele Parts, so viele Projekte am Laufen. Und so viel schon beendet offscreen. Das stimmt. Ich nicht. Ja. Ja, du hast ja auch, ein essentieller Vorteil von dir ist definitiv, dass du wesentlich mehr Speicher zur Verfügung hast. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Das ist schon ein Vorteil. Weil ich erkläre es kurz den Zuschauern. Ich habe im Vergleich zu Blackie einen Pooping-Speicherplatz. Und Aufnahmen sind teilweise schon sehr groß, mehrere Gigabytes, kann manchmal herauskommen. Deswegen kann ich irgendwie 30 am Stück am Tag aufnehmen und dann, yay, alle bearbeiten, sondern muss ich zwischendrin einfach aufhören und dann die bearbeiten. Melde gehorsamst, Forschung erfolgreich abgeschlossen. Geht schon manchmal so viel Zeit drauf, dass, nach einer Stunde rendern oder so, dann ist man manchmal demotiviert oder möchte erst was essen und ja, man hat auch nicht immer Zeit zum Aufnehmen, deswegen geht es bei mir immer alles sehr stockend voran. Und derzeit kämpfe ich sowieso nicht, also wir haben heute den 3. November? Ja genau, 3. November. Ja, funktioniert YouTube nicht, also ich kann mich zum Beispiel gar nicht anmelden, der Service ist momentan nicht verfügbar, bla bla bla. Ich kann mich anmelden, das Problem ist, ich kann heute keine Videos laden, also ich kann nicht bearbeiten hier. Mann, war ich fertig. Ich hab auch... Aber ich glaube, jetzt geht's wieder. YouTube, ey, du bietest zwar Vorteile, aber das, was du mal versuchst zu verbessern, geht immer nach hinten los. Ja. Ich habe heute 4 Brötchen gegessen, also ich esse gerade 4 und ich habe 2 Stunden vertilgt. Eins mit Pfeffersalami und das andere mit herzhafter Hinterhofer Salami. Dekadent. Jetzt habe ich noch Feuersalami mit extra irgendwas. Ich kann es nicht aussprechen. Und dann noch Lachsschinken, Schweizerart. Das hört sich eklig an. Ich hasse nämlich Lachs. Das ist alles Fleisch und Fleisch ist lecker. Wenn man braucht Fleisch. Nein, Fisch ist kein Fleisch. Stimmt, Fisch ist Gemüse, ich hab's vergessen. Wurst. Ah, verflucht! Ich hatte noch die Hände an der Knarre! Für Frauen, nicht für Männer. Wie hatte noch die Hände an der Knarre? Es ist keine zerstört. Muss ich sagen, richtig.
Jedes Mal, wenn wir mit unserer Klasse unterwegs sind und ich werde gefragt, haben Sie noch sonst irgendwas bei sich, dann muss ich immer sagen, ja, sehe Sie bei der Klasse, alles cool. Hey, so gut haben die aber auch in meinen Tests noch nie geschossen. Leck mich am Arsch, das ist jetzt gerade richtig strange. Hallo. Echtschuss mit bei. Dreifaches. Endgeiles Fratzengeballer. Schau dir das an. Das ist das hier sind lange Pfützen, die zwei linken, und die in der Mitte, das ist eine. Ich glaube, es heißt Trick-W. Ich glaube, das ist die Triple B. Bingo! Bin wieder fit. Zaubergefällig? Oh, Magier, ja, komm her, du kommst gerade richtig. Schutzschild. Absolut Defensivspiel. Die ganze Zeit schauen, dass man seine Bauernhäuser auf maximal hält. Immer Schutzzauber casten, wenn du ihn hast und wenn du ihn, erforscht hast. Und dann nacheinander die Königin niedermetzen. Aber immer schauen, dass man wirklich alles. Wer so rumläuft, kann einen ordentlichen Bums vertragen. Ich meine, du hast am Anfang gute Waffen zur Verfügung. Ich meine, das hast du wirklich. Ich sollte vielleicht mal Zielgenauigkeit erforschen. Oh Mann. Du hast am Anfang wirklich viele Waffen zur Verfügung. Das ist wirklich. Du hast zwei Doppelkanonen und eine Höllenorgel. Und die Höllenorgel ist nicht erforscht. Das heißt, du kannst keine zweite Höllenorgel bauen. Bevor du sie erforscht den Feuer. Hallo! Ich bin fertig! Das Ding hier muss raus aus meiner Werkstatt. Kostet sehr viel Gold. Wie bitte? Aber eine zweite zu erforschen kostet sehr viel Gold. Ja, und vor allem die zweite bauen. Das kostet also die Forschung von der Höllennagel kostet 800 Gold und die zweite bauen kostet 850 Gold. Das heißt, das sind 1650 Gold. Das ist ein Haufen Zeug. Ja. Ja, der erste Palast ist gleich down. Schaffst du. Ja. Aber ich muss sagen, die haben mich am Anfang jetzt richtig unter Druck gesetzt. So haben sie mich nie unter Druck gesetzt. So, das nächste Bauernhaus ist zerstört. Mach ein Schild. Nein, kann ich noch nicht, der holt sich hier noch. General! Der Zauber ging gegen uns! Es gibt eigentlich nur einen Zauber, der wirklich scheiße ist, und das ist die Pest, dass ich die Bauer. Mann, war ich fertig! Aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Es gibt auch zwei Schutzschilder übrigens. Es gibt nicht nur einen, es gibt Schutzschilde und es gibt Metallschild, die schützen vor verschiedenen Angriffen. Oh, Nummer 1 ist down. Sehr gut. Ja. auf zu Nummer 2. Hast du gerade die Waldschlampe getötet? Was habe ich? Die Waldschlampe habe ich zuerst getötet, ja. Yes! Mach's gut, du ekelhafte Fotze. Ich hasse sie. Ich hoffe, sie hat gelitten. Ich hoffe es auch, dass sie gelitten hat. Endgeiles Fratzengeballer! Ich habe hier nichts mehr, was ich forschen muss. Ich habe nichts, was ich noch bauen muss. Und ich habe gutes Geld. Ich brauche Vorsicht. Ich brauche keine zweite Schatzkammer. Ich. Autoreparatur kann ich noch hier anders anpassen. Ich kann, weil ich jetzt recht Gold habe, alles auf maximal machen. Gebäude bauen. Eine große Mauer wurde mir hier zerschossen. Die repariere ich. Müssen wir mal sagen, das ist jetzt mitunter das erste Level, wo du strategisch wirklich eine Wucht bist. In dem Level. Deine Bauern sind jetzt ein ziemlich zerstreutes Volk. Es ist, wie gesagt, ich habe viele Strategien versucht. Ich hab alles Mögliche versucht. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt habe ich. Und irgendwann hat die Strategie funktioniert und nach der gehe ich jetzt vor. Ich meine, es wirkt sehr einstudiert, was es auch ist. Aber es ist halt das, was funktioniert. Mann, war ich fertig. Aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Ein gewisser anderer Herr würde dich jetzt anschnauzen, weil das ist ja voll lame. Wie bitte? Ein gewisser Herr würde dich ja jetzt anschnauzen, weil das ist ja voll lame. Naja, das ist auch voll lame, ne? Wenn man strategisch spielt, das hat jetzt nichts mit Spaß. Boah, Krasch, ey. Komm auf immer nicht klar. Und gleich wieder maximal. Bauern, maximal Bauern, zack, zack, zack. Zweite Königin down. General, der Zauber ging gegen uns. Was war's denn für ein Zauber? Oh, die Höllenhorst kommt mit dem Blitzzauber, kommt noch 22% runter. Das finde ich witzig. Ja. Bauernhaus wurde zerstört.
Scheiße abbauen. Deine arme Höllenauge, sie ist im Bedrängnis. Oh, die Pest. Oder war das gerade die Pest, oder? Das war nicht die Pest, nein, sonst hätte ich nicht 110 Bauern. Was war das gerade dann für eine komische Rauchwolke? Das war, der Zauber, den der auf mich gewirkt hat, war... Ich weiß es nicht. Ich glaube wahrscheinlich war es der Blitzzauber, der direkt auf eine Waffe geht. Okay. Noch so ein Schuss und die kommt sich vor wie ein Moorhuhn. Jetzt geht's mir gut. Hab aufgegessen. Mein erstes Essen heute. Ich hab immer noch Hunger. Boah, jetzt bin ich Hunger. Aber ich muss sagen, es gibt auch so ein gewisses Problem zum Thema Bin wieder fit. Zauber gefällig. Wird das mir nachvollziehen können. Wenn man aufnimmt und dann die Aufnahme abspeichert, gut, das glaube ich wird bei ihm. Und was da drüben bei ihr alles wackelt? Mein Arschbecher, wenn die Aufnahme als Arschbecher lange dauert, möchte man nicht öfters hintereinander aufnehmen. Wenn das aber alles flott geht, dann nimmt man gerne sowas von oft am Stück auf. Ich könnte jetzt einfach ein Beispiel geben. Nur für Zeit dauert das Arschbecher für den Aufnahmen, wenn es schlecht ist, also wenn die Aufnahme wirklich lange zum Speicher dauert, 10 Minuten. Und ich bin jetzt tatsächlich offscreen, also privat was anderes als die Aufnahme, was noch nicht veröffentlicht ist. Ne, ich auch nicht da ins Detail. Und da dauert die Abspeichern, das Abspeichern der Aufnahme keine 30 Sekunden. Keine 30 Sekunden. Da kann ich so kurz abspeichern, Vorschau abspeichern und sofort wieder loslegen. Tu was! Ja, so oder glaubst du, ich gehe für deine Kohle anschaffen? Wir fragen, was man mich jetzt gerade verstanden hat. Ich glaube schon, dass man nicht verstanden hat. So, ja, du auch, Poppy. Das Level könnte jetzt gleich zu Ende sein. Ich weiß, dass manches anders aussieht. Super Mario World da von mir. Das ist ganz minimal. So, ich hoffe, eine finale Salve. Was? Sind schon alle tot? Perfekter Schuss. 10 auf einen Streich. Na, das ging ja schnell. Ja, weil die Strategie. Ne? Aber das ist voll lame. Du darfst ohne Waffen und ohne Zauber und ohne Forschung spielen. Dann wird's erst interessant. Ja, dann kann ich nicht gewinnen. Ich werde ihm das jetzt immer nämlich vorhalten. Und? Ja! Gratulation, du hast gewonnen, Blacky! Gratulation, you gotta win! So, ich habe es geschafft. Das war's, es kommt nichts mehr. Das war's, es kommt nichts mehr. 11 Minuten 30 Sekunden. Okay, tschüss! Nein. Nein. Ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes... Warte. Leute, Blacky wollte jetzt gerade sagen, wir kommen jetzt zum Fazit, damit ihr wisst, was wir gerade jetzt reden wollen. Nein, weil erst wollte ich das Level abschließen und dann ins Fazit kommen. Ja, aber also ich finde es fürs letzte Level finde ich es geil irgendwie. Die Statistik, ich meine, Geschosse 148, direkte Treffer 143, das sind 96% Trefferquote. Das ist grob. Also das ist wirklich grob. Schon die anderen 10%, 8%, 15% und die haben mir gut was weggeschossen. So ist es nicht. Geschossschaden fast 15.000, das ist mehr wie alle drei zusammen. Steuernahmen viel mehr wie alle anderen. Bargeld, gut am Schluss halt, ne, das war halt am Wurscht. Werte Burg 30.000. Kosten für Munition habe ich nicht am meisten. Forschung habe ich am meisten gehabt, obwohl ich ziemlich wenig geforscht habe. Magier habe ich natürlich die ganze Zeit durchgezaubert. Nur 90 Bauern verloren. Nur? Das ist vergleichsweise wenig für die anderen Level. Ja, es ist
schönes Abschlusslevel, muss ich sagen. Das sieht nochmal richtig gut aus. Und jetzt möchte ich zum Fazit. Bist leise. Lavaherz. Gold, Gold, Gold. Ich liebe Gold. So, okay, dann fangen Sie mal an zu reden. Du darfst anfangen. So, ja, mein Fazit zu diesem Spiel, ich muss sagen, hat mir richtig Spaß gemacht. Bisher mein Lieblingsprojekt, was abgeschlossen ist, muss ich sagen. Nein, kann man so nicht sagen. Eins meiner Liebsten. Du weißt ja, welches mir mehr gefallen hat. Darf ich jetzt nicht sagen, weil dieses Let's Play wird wahrscheinlich fertig hochgeladen, bevor das andere angefangen wird. Daher möchte ich nicht spoilern. Hat mir richtig Spaß gemacht, hat strategisch sehr viel Spaß gemacht, hat von den Sprüchen auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn Ex so sehr oft unterbrochen worden ist. War halt sehr anstößig und hatte was. Also ich finde, das ist nicht so ein Allerweltspiel. Ja, also es hat mir richtig gut gefallen. Die strategische Schwierigkeit, muss ich allerdings sagen, hat am Anfang vom zweiten Kapitel so gewaltig angezogen und hat dann irgendwie bei der Eiskönigin wieder nachgelassen. Und bei der Vulkankönigin gab es dann teilweise wieder richtige, heftige Brocken drin. Das ist so mein Schwierigkeitsfazit von dem Spiel. Generell absolut geil gemacht. Die Story-Aufgaben haben jetzt überhaupt nichts mit dem Realitätsbezug zu tun. Wie zum Beispiel das eine Level, wo man die eigenen Bauernverluste aus eigenen Taschen zahlen muss. Das ist halt einfach nur eine Schwierigkeit fürs Level. Aber generell richtig geiles Spiel, hat mir richtig Spaß gemacht. Und falls ihr Fragen oder Tipps wollt, jederzeit wendet euch an mich. Und vielleicht will Exo auch noch was dazu sagen. So, dann nehme ich das Mikro mal persönlich in die Hand, damit das ein... Uppala, ich hab der Sekunde. So, und da bin ich wieder. Ich sollte keine Pornos im Hintergrund laden. Ich meine, so das Fazit. also Spiel schon mal in dieser Manier habe ich so noch nicht erlebt, strategisch. Bestimmt nicht das anspruchsvollste auf der Welt, aber es hat eine Daseinsberechtigung als Strategiespiel definitiv. Zudem bringt es halt auch noch diesen unglaublichen Unterhaltungswert mit sich, allein durch die Sprüche. Ich meine, in dieser Manier, mit dieser Doppeldeutigkeit und Perversion, ist es mitunter wirklich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Okay, ich gesehen sowas wie Duke Nukem und sowas, aber das ist für mich dann eher das Gegenteil von dem, was ich unterhaltsam finde. Eher nicht. Und wäre echt cool, auch wenn ich manches nicht verstanden habe und ich oft genug unterbrochen wurde von diesen NPCs, von diesen Besten. Du solltest am Schluss raus, ne? Ja, da habe ich dann ja aufgehört zu reden. Spielweise von Blacky, also ich würde mal sagen, ich hätte es in der Hälfte der Paarzeit hinbekommen, aber naja, was wir dann tun? Nein. Also ich würde sagen, Blacky hat sich auch voll toll angestellt und... Teilweise etwas zu sicher, muss ich sagen. Also ich bin schon ein sehr sicherer Spieler bei dem Ganzen, ne? Es ist ja kein Problem. Was kannst du sagen? Ich fand es jetzt sehr cool. Danke, dass ich an diesem Abenteuer, an diesem kleinen Stück Geschichte mit teilhaben durfte. Darf ich schon mal danke. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich hatte technische Probleme, weil zum Beispiel die letzten paar Zeit hatte ich Großaufnahme und jetzt habe ich wieder so den kleinen Eckenscreen gehabt, aber komischerweise ist dort die Grafik besser als auf Vollscreen. Das ist voll seltsam. Ja, okay. Und sonst, eventuell werden ja Black und ich uns mal irgendwann da gegenseitig bekloppen, ist halt ein Multiplayer. Eventuell auch nicht. Wie es kommen wird und ihr werdet mich sicherlich noch oft genug bei Blacky sehen und andersrum und eines Tages, aber auch nur eines Tages, ja. Ja, also. Was? Nein. Dann beginne ich mal mit der Verabschiedung, weil Blacky darf dieses Let's Play ruhmreich beenden. Ich muss kurz gut. Freunde, Mitangehörige von Blacky und meine Mom. Hi. Hallo Mama, ich bin auf YouTube. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal mit Blacky Ex-Hörerin oder Blacky oder Ex-Hörerin oder Spitzkatze. Bis dahin und ciao. Vielen Dank. Ja, und auch von mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Nach diesem Spiel habe ich ja meine Freundin in einem Tauschhandel verloren. Wie sich einige bestimmt erinnern werden. Ich habe ziemlich viel gewonnen in diesem Spiel, aber viel mehr verloren. Nein, es hat unglaublich Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall bald wieder ein Strategiespiel Let's Playen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play mit Blacky und Exorion. Bis dann. Ciao, ciao. Ja.